Herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Wagen verlassen, ein gültiges Zugticket vorzeigen, Olivia anrufen. Okay. Meine Waggonnummer. Waggon 3. Ich muss ein Telefon finden, um Olivia anzurufen, bevor ich die Bahn nehme. Bei dem Ärger, der mich in New York erwartet, brauche ich alle Hilfe, die ich kriegen kann. Was nicht, sollen das Telefone sein? Ich weiß nicht, ob das der richtige Waggon ist. Ich muss die Nummer auf dem Ticket nachsehen. Ach so, die stehen nur an den Waggons. Okay. Sag mal nicht, das ist ein Telefon hier. Okay, vermutlich schon. Da ist meine Bahn. Wenn ich am Flughafen bin, nutze ich das Ticket nach New York, das Olivia mir geschickt hat. Das wird das Ende meiner Reise. Es muss doch noch ein Happy End geben, ganz ehrlich. Das geht nicht anders. Die muss doch ihre Mutter, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja gut, ihre Mutter vielleicht auch. Aber ich denke mir dann mal eher, die muss doch ihre Oma irgendwie wiederfinden können. Ein Ticketentwerter. Okay. Damit muss ich wohl den Tag einstellen. Ja, den wievielten haben wir? Woher soll ich das jetzt noch wissen, bitte? Ah, Ticket zum Flughafen. Nein, geh da runter. 30.11.2005. 30.11.2005. Na komm schon. Mein 30.11. und heute mein 27. Oh Gott. Aber wieso muss man die selber entwerten? Okay, und Ticket da. Mit dem Stanzer stimmt etwas nicht. Vielleicht der Druck? Meinen die das jetzt mit Druck? Ach so. Ah, okay. Okay. Aber das Ding müssen wir dann noch trotzdem noch benutzen, oder? Ja, müssen wir. Jetzt ist mein Ticket entwertet. Ich muss nur noch an meinen Platz. Okay. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl dabei. Ich weiß auch nicht. Normalerweise müsste... Haben wir denn alles gemacht? Moment, gültiges Zugticket 14. Olivia anrufen. Ja, das mit dem... Ich hätte jetzt eher gesagt, dass die von hier aus anruft. Aber anscheinend... Da die ja alle auch beim Telefon stehen. Oder ist das ein Entwerter, wo die stehen? Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe, ich mache da jetzt keinen Fehler. Ich würde hier nur gerne rein. Hallo? Das ist der richtige Waggon, aber die Tür ist noch zu. Ja, eben.
Bitte zeigen Sie Ihre Fahrkarte vor. Oh Gott. Offenbar ist dieser Mechanismus direkt mit der Tür verbunden. Okay. Die sind ja schon cool, kann man sagen, was man will. Frage ist, können wir die jetzt noch anrufen oder nicht? Von hier aus. Ich sollte die Zeit bis zur Abfahrt der Bahn nutzen, um Olivia anzurufen und ihr zu sagen, dass ich heimkomme. Also doch hier draußen, okay. Ah, dann hatte ich recht, dann war das ein Entwerter, wo die gerade dran war. Aber gut, dass die mir den Tipp gegeben hat, wo das Ding ist. Das ist sehr schön. Also das Telefon halt. So, wir haben irgendwo, haben wir doch noch Brieftasche da. Aber ich habe keine Ahnung, welche Nummer die hat. Ich hoffe, das wählt jetzt selber. Okay. Olivia, ich bin es. Was willst du? Haben wir letztes Mal nicht alles gesagt? Du hattest recht, Olivia. Seit Moms Tod laufe ich Hirngespinsten hinterher. Aber ich fand meine Großmutter. Deine Großmutter? Aber Kate, sie ist doch schon vor Jahren in New York gestorben. Nein, ich meine meine echte Großmutter. Egal, es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre dir alles, wenn ich zurück bin. Oh, du meinst... Ja, ich fliege zurück nach New York. Das ist wunderbar, Kate. Ich benachrichtige besser Mr. Canton. Er folgt dir immer noch. Am Flughafen wird dich wahrscheinlich die Polizei erwarten, aber keine Sorge. Dan hat Beziehungen. Er kann dir sicher helfen. Vielleicht kann er Marson und Lomond überzeugen, die Anklage fallen zu lassen. Oh, danke. Das wäre eine Erleichterung. Die Bahn zum internationalen Flughafen. Ich muss los. Die Bahn zum Flughafen fährt gleich ab. Ja, beeil dich. Wir holen dich am JFK ab. Ich bin stolz auf dich, Kate. Das ist die richtige Entscheidung. Olivia? Ja? Hör zu. Es tut mir wirklich leid, was passiert ist, seit ich New York verlassen habe. Es ist nur... Ich musste einfach daraus. Ich musste mein Leben ändern. Frei sein. Es war... Wie eine Berufung. Und dieser Berufung bin ich in den letzten paar Jahren gefolgt. Mir ist klar, dass ich nicht mehr dieselbe bin, die ich damals in New York zu sein glaubte. Ich bin diese seltsame Person, die auf immer neue Züge aufspringt. Eine Reisende ohne Ziel. Wie die alte Schamanin mich einst nannte. Wovon redest du? Welche Schamanin? Das ist jetzt egal. Was wirklich zählt, ist wohl, dass ich es nicht bereue... die letzten Jahre endlich ich selbst gewesen zu sein. Wirklich nicht? Ich weiß, Olivia. Ich habe euch verletzt, während ich das alles durchmachte. Diese Reise. Meine Mom, Dan, dich. Das weiß ich. Und es tut mir so leid, Olivia, wie viel Kummer ich dir gemacht habe. Danke, Kate. Es tut wirklich gut, das zu hören. Und, naja, weißt du was? Diese neue Kate gefällt mir. Ich muss jetzt wirklich los, Olivia. Ich
Ich rufe dich vom Flughafen aus an, sobald ich einen Flug habe. Ja, ja, ist okay. Beeil dich lieber. Pass auf dich auf, Kate. Okay, du auch. Mach's gut. Bis später. Ja, dann wollen wir uns doch mal schnell beeilen, bevor der Zug nachher noch ohne uns abfährt. Also ich würde Wagen ja nicht verlassen. Ich würde ja weiter gucken, ob ich ja, sie vielleicht finden kann. Was ist denn, wenn ich noch einen Moment warte? Das ist einfach nur, damit ich dann... Aber ich soll ja in den Zug steigen. Also, denke ich mal. Ich dachte, vielleicht kommt die jetzt irgendwie um die Ecke. Meine Liebste, ich hab dich gefunden. Flugticket nach New York, ja. Also, ist das nun wirklich das Ende der Reise? Ja, dieses Ticket bringt mich zum internationalen Flughafen Wagen und von dort zurück nach New York. Was wir nicht wollen. Sag mir bitte, dass sie sie irgendwo am Bahnsteig sieht und dass sie noch schnell rausspringt. Okay. Was ist das so laut? Ist das hier der Bahnsteig, soll das sein? Oder... doch mal einer raus. Sie sprachen ständig davon, dass sie nach dem Krieg dort wohnen würden, zusammen mit Ludwig und seinem Stamm. Verließ ich die USA, um mich an den einzigen Ort zu begeben, der mir etwas bedeutete. Leb wohl, meine liebe Leni. Den einzigen Ort, der mir etwas bedeutete. Kate Walker ist alles in... Ich weiß, wo sie ist. Also wo Dana hinging, nachdem sie die USA verließ. Die Flughafenbahn steht kurz vor der Abfahrt. Bitte nehmen Sie... Oskar, wir müssen los! Personen, die nicht zum Flughafen wollen, bitten wir, unverzüglich auszusteigen. Echt jetzt?
Herr Ludwig, was tun Sie denn hier? Heimkehren. Was ist mit dem Ursel Leni? Leni ist weg. Starb im Schlaf. Zu viel Schuld. Zu viel Trauer. Oh. Ich brachte sie in die Berge zu Leon. Jetzt sind sie zusammen. Was ist mit Ihnen, Kate Walker? Auch ich bin dabei, heimzukehren. Gewissermaßen. Was? Nein! Ich will wissen, was jetzt passiert. Hallo? Geht's noch? Ich will wissen, ob die jetzt wirklich da ist. Ich meine, das haben sie ja letztendlich nicht gezeigt. Es kann natürlich sein, dass wir einen neuen Teil bekommen, aber ich glaube nicht, dass der nächste Teil dann darum geht, wie sie zu ihrer Mutter geht oder so. Könnte natürlich sein, dass die irgendwie entführt worden ist oder irgendwas und sie dann retten muss. Keine Ahnung, ich spinne mir jetzt hier irgendwas zusammen. Aber ich will wissen, wie es weitergeht. Das können die doch nicht einfach so hier abschneiden. Das geht doch nicht. Och, Mann. Auf der einen Seite freue ich mich gerade total, wie jetzt alles gelaufen ist vom Spiel. Und es ist halt Siberia. Also wir haben ja schon ein oder zwei Teile. Ich glaube, einen Teil, den letzten, den dritten, haben wir ja schon durchgespielt gehabt. Und das fand ich irgendwie schon faszinierend. Allerdings muss ich auch dazu sagen, der ist auch so ein bisschen am Ende... Naja, nicht abgeschnitten, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gesehen. Aber hier, hallo, wir stehen ja quasi jetzt wieder am Anfang unserer Endreise sozusagen. Auch wenn sie jetzt sagt, dass sie in gewisser Weise nach Hause geht, was natürlich jetzt klasse ist, weil sie jetzt gerade da die eine angerufen hatte. Aber gut, ich meine, Familie geht natürlich vor. Beziehungsweise die wiedergefundene Familie geht in dem Fall natürlich vor. Ja, unterm Strich, ohne lange Rede, kurzer Sinn, einfach ein geiles Spiel. Und ich bin auch ganz ehrlich, je länger ich am Stück spielen durfte, weil manchmal konnte ich auch nur so zwei, drei Folgen zwischendurch aufnehmen, aber je länger ich am Stück spielen durfte, umso emotionaler wurde das Ganze. Ja, und gerade das Ende, ich meine, so Sachen wie Weltkrieg und so weiter, das zieht mich natürlich schon, runter ist das falsche Wort, aber das... trifft mich natürlich emotional doch schon sehr hart aus den verschiedensten Gründen. Deswegen, ja, ich bin einfach nur begeistert. Abgesehen vom Ende, ich hätte jetzt gerne noch den Rest gesehen. Aber trotzdem, ansonsten bin ich wirklich absolut begeistert, wie auch schon vom dritten Teil. Am Ende hat es ein bisschen gehakt, muss ich sagen, so die letzten, beziehungsweise die Folge, wo die geschossen haben. Ich glaube, es war jetzt die letzte Folge, also die jetzt hier vor war. Oder kann auch sein, dass ich diese Folge jetzt splitte, dann war es die vorletzte Folge. Aber ansonsten wirklich ein absolut fantastisches Spiel. Und ich will euch jetzt nicht noch länger aufhalten. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie ihr das Spiel gefunden habt und ob ihr das Ende gerne gesehen hättet. Wie geht's jetzt weiter? Findet sie sie jetzt oder nicht? Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass sie sie finden wird, aber man weiß es halt nicht. Ja, ich breche das Ganze dann hier auch mal ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass ihr bei diesem Let's Play zugeschaut habt und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao.